Ein Lied, das, ich würde sagen, in den Social Medias und auf Demos und überall ein Dauerbrenner geworden ist. Es wurde 2019 an der 17. ACK extra produziert und wir haben gesagt, die heutige 20. ACK ist würdig, weil Matthias will etwas sagen zu diesem Lied und darum schalten wir jetzt ins ferne Deutschland. Matthias, da bist du. Hi. Wir wurden immer wieder mal gefragt, wir haben das ja als Familie umgesetzt, als Großfamilie. Wie macht ihr das? Wie habt ihr das so geschafft eben auch? Und wo kommen die ganzen Leute zusammen? Das ist ja alles sehr aufwendig. So viele Leute, die auch Musik mitmachen mit Instrumenten, auch hinter der Kamera und bei der Veranstaltung. Und ich kann euch einfach hier nur sagen, wir sind jetzt seit um die 15 Jahre mit dabei. Und der Ivo, der hat uns immer eine Sache beigebracht und die, oder von Anfang an auch noch immer drüber gesprochen, weil er es selber durchlebt hat. Das ist das, was mich persönlich und uns alle eigentlich ziemlich mitgenommen hat, ziemlich bewegt hat. Wir können nicht einfach wegschauen von der Weltlage und von dem, was passiert. Und wir können nicht sagen, wir wollen uns jetzt irgendwie ein schönes Leben machen. Wir wollen jetzt irgendwo einfach nur, ich sag mal, uns irgendwo eine Insel kaufen, irgendwo verschwinden oder uns nur mit den positiven Dingen beschäftigen. Das geht nicht, da wirst du nicht glücklich. Jeder Einzelne wird das erleben. Also wenn ihr jetzt anfangt, eben nach eurem eigenen Glück zu suchen, das ist schwierig. Ihr werdet das nicht finden. Und was wir von ihm gelernt haben, ist eben, diesen Nullpunkt zuzulassen, einfach mal wirklich die Weltlage anzuschauen, was geschieht dort. Das haut dich so dermaßen um und teilweise fühlt sich das nicht gut an. Man will teilweise weglaufen, man will irgendwas Schönes angucken. Und ganz ehrlich, aber der Schlüssel liegt genau da drin, dass wir uns konfrontieren, dass wir diese Dinge anschauen, uns mit diesem Leid identifizieren, was es auf der Welt gibt, jetzt hier eben in 9/11. Und dass wir dann diese Wut oder auch diese Gefühle, die Emotionen, die in uns entstehen, dass wir die nicht einfach irgendwo rauslassen in irgendeiner Partei, in irgendeiner Wut oder sonst irgendetwas, sondern dass wir damit mal wirklich einfach vor Gott gehen und mal schauen, was in uns drinne wirkt, was in uns drinne entsteht. Und ich sage euch ganz ehrlich, im Netzwerk, wenn wir alle zusammen sind, wenn wir im Netzwerk gemeinsam eben uns darauf einlassen, dann geschehen die größten Wunder. Und genau so entsteht auch jedes einzelne Lied. Das ist ja nicht nur das Lied Power, jedes Lied, was hier auf der Veranstaltung läuft, alle Beiträge, alles habt ihr vorher gehört, auch von den Technikern. Es ist alles eine Herzenssache, wo jeder Einzelne wirklich gesagt hat, ich möchte da durchgehen, ich konfrontiere mich und ich bringe meinen Teil. Und vielleicht sitzt du da und sagst du, wow, das will ich auch mal erleben, ich will das mal testen. Komm einfach mal rein, komm mit ins Netzwerk, lass dich mal drauf ein auf das Experiment. Ich war früher derjenige, der sich das am wenigsten vorstellen konnte und ich bin jetzt seit 15 Jahren, wir sind als ganze Familie dabei, die Kids auch. Wir sind einfach super glücklich. Und das eben obwohl oder vielleicht auch gerade, weil wir uns mit der Weltlage beschäftigen, weil wir im Team eben diese Dinge umsetzen, Musik, Filme, alles Mögliche. Es macht einen Riesenspaß eben mit Lois, Elias, mit euch allen eben zusammenzuwirken und hier wirklich Berge zu versetzen. Also ein ganz herzlicher Aufruf an jeden, kommt mit ins Netzwerk, lasst uns gemeinsam einfach ein paar Berge werfen. Wir haben es vorhin gesehen, bringen wir noch ein paar Steine zum Fallen und das geht halt einfach nur mal nur gemeinsam. Das schafft niemand für sich alleine. Und deswegen danke an jeden Referenten, an jeden, der auch heute hier zu Gast ist, in all den Ländern. Und dann spielen wir das Lied doch gerne ab. Meine Sicht auf die Welt. Konstruiert waren sie aus Stahl, an denen alles zerschellt. Zwei Maschinen aus Alu kann man angeblich danken, dass drei Türme frei im Fall in die Tiefe sanken. WTC-7 nicht getroffen, doch fiel auch in sich zusammen. Und schuld waren nach Jahren wohl die heißen Flammen. Auch das Pentagon getroffen von einem Profi-Piloten. Und wer das hinterfragt, wird zum Verschwörungsidioten. Der Wind hat sich gedreht, ihr habt euch selbst geschadet. Doch wenn ihr euch mit euren Lügen noch in Sicherheit badet, kein Mensch glaubt nicht mehr, auch wenn ihr es vielleicht denkt. Jeder weiß, ihr selbst habt das World Trade Center gesprengt. Ja, gesprengt und zwar von euch, nicht vom Terror zerstört. Und die Medien decken euch, weshalb man nicht mehr auf sie hört. Es ist verlogen, euer Spiel, ihr seid so dermaßen durchtrieben, dass wir euch stoppen werden, weil wir den echten Frieden lieben. Es ist die Power.
soll ich sagen, damit kennt ihr euch aus. Nach Afghanistan schicktet ihr sofort Soldaten raus. Habt gequält und misshandelt und den Krieg installiert. Drogenfälle einkassiert und davon profitiert. Dann die Lüge, der Irak hätte nukleare Waffen. Damit machtet ihr euch militärisch im Irak zu schaffen. Hunderttausende Tote, ein Land dem Erdboden gleich. Obwohl ihr dort nichts fandet, hat der Verdacht gereicht. Und weiter ging's in all die Länder, die ihr danach zerstörtet. Ausgeplündert und geraubt, das was euch nicht gehörte. Ernte was du siehst und siehst du, wie du alles verlierst. Wenn du heute noch wie ein Raubtier all die Dinge kassierst, die dir niemals gehörten, während du Leben zerreißt. Und dabei vor aller Welt den falschen Frieden verheißt. Es ist ein Spiel mit Feuer und ihr habt euch dabei verschätzt. Weil euer krankes Handeln in uns neue Power freisetzt. Oh, Power, auch wenn wir hart getroffen sind, gehen der Welt die Augen auf, denn vorher waren die meisten blind. Es ist die Power, die ich für euch beansprucht hab, ja, die kuriert jetzt in uns allen, während eure Kräfte wie die Türme fallen. Im freien Fall eurer Macht, während alles zerfällt, die Kontrolle über Völker, Öl, Waffen und Geld, über die Medien, die lange Zeit die Menschheit belogen, Politik, Scharlatane, die Völker betrogen. Ja, ihr fallt unaufhaltsam und die Panik nimmt zu. Was du Millionen Menschen antatst, das spürst jetzt du. Nicht als Rache von uns, sondern weil es nicht anders geht. Es ist ein Naturgesetz, dass ihr euch jetzt im Spiegel seht. Die Augen auf, mit eurem Mann, die Mann.